Wir machen jetzt in der Vorlesung weiter mit dem nächsten Absatz. Der vorherige, die Eigenschaften von Binomialkoeffizienten, war ja recht lang. Wir machen jetzt weiter mit dem Binomialtheorem. Ich bevorzuge eigentlich fast den Namen binomischer Leersatz. Der sagt nochmal auf Deutsch, dass dieser Satz wirklich eigentlich fast wie die Mitternachtsformel immer gekonnt werden sollte. Wenn Sie in alte Klausuren schauen, werden Sie auch merken, das wurde ziemlich oft geprüft. Ja, was hat jetzt das Binomialtheorem? Was macht es? Also, der Gag hier ist, dass die Binomialkoeffizienten tatsächlich ihren Namen vom Binomialtheorem oder vom binomischen Leersatz haben. Und zwar schauen wir uns mal an, für eine natürliche Zahl n größer gleich 0 betrachten wir mal diesen Ausdruck x plus y hoch n. Ja? Also das heißt, wir multiplizieren x plus y n mal miteinander. Nur, dass wir klar sind, von was wir hier sprechen. So. Vielleicht machen wir mal ein kleines Beispiel. Also beispielsweise für n gleich 2. Dann haben wir hier dran stehen x plus y Quadrat. So. Und Sie kennen das aus der Schule. Da hat man das dann die erste binomische Formel genannt. Und das ist letztendlich nur ein Spezialfall vom Binomialtheorem. Was rauskommt, ich hoffe, Sie erinnern sich, das ist, was rauskommt. Wenn Sie das nicht mehr wissen, dann multiplizieren Sie einfach mal von Hand das hier aus. Aber ich würde Ihnen raten, diesen Weg danach nicht mehr zu gehen, sondern das Binomialtheorem zu lernen. Sonst rechnen Sie sich irgendwann dumm und dämlich. Weil mit dem Binomialtheorem wollen wir jetzt untersuchen, wie man eben diese rechte Seite der Gleichung berechnet. Dieser Weg mit dem Distributivgesetz, das alles rauszufinden, war ja schon etwas mühsam. Aber vielleicht gehen wir ihn tatsächlich nochmal, dass wir wirklich alle sicher sind, dass wir wissen, von was wir reden. Also was man macht mit dem Distributivgesetz? Man nimmt dieses x aus der ersten Klammer und multipliziert es mit den beiden Summanden aus der zweiten Klammer. Was man dann erhält, sind die Terme x². Diese erhalte ich, wenn ich x mal x multipliziere. Und ich erhalte xy. Und dann nehme ich das y aus der ersten Klammer, multipliziere das hier mit dem ersten Summand und dann mit dem zweiten Summand. Was ich dann erhalte, sind die Terme yx und y². Ja? So, und dann nehmen wir natürlich an, dass wir auf einem oder über einem Zahlenbereich arbeiten, in dem das Kommutativgesetz gilt. Was das heißt ist, ich weiß, dann darf ich hier die Reihenfolge so vertauschen. Ja? Also zum Beispiel x und y sind reelle Zahlen, können Sie sich vorstellen. Das heißt, dieser Term hier, dieses x mal y oder y mal x, wie Sie wollen, der tritt tatsächlich gleich zweimal auf. Deshalb bekommt dieses x mal y hier auch den Koeffizient, nennt man das, 2. Das ist ein wichtiger Fachbegriff. Koeffizient von xy ist 2. Ja? Gut. Und so kommt eben die Formel zustande. X² plus 2 mal diese Terme hier plus y². Gut, das war unser erstes Beispiel. Schauen wir uns vielleicht mal an, was wir erhalten würden. Na, jetzt spinnt's, sorry. Für n gleich 3. Das heißt, wir wollen ausrechnen x plus y hoch 3. Und da ich das Binomialtheorem kenne, schauen Sie mal, ob Sie schneller sind, wenn Sie es ausmultiplizieren.
Vielleicht warte ich noch ein bisschen und rede. Ich kann es auf jeden Fall direkt hinschreiben. Ich weiß nämlich, was hier rauskommt. Und Sie werden das am Ende dieser Vorlesung auch wissen, wie Sie das direkt hinschreiben können. So. Vielleicht erklären wir auch hier kurz, wie wir es zuvor gemacht haben, wie man das machen würde, wenn man ausmultipliziert. Wir wollen uns natürlich später dann davon verabschieden. Aber nochmal, um das deutlich an einem Beispiel zu machen, was hier passiert. Also da brauchen wir mal ein bisschen Farbe. Gut. Aus der ersten Klammer wählt man x aus. Und dann kann man das tatsächlich aus allen weiteren Klammern auswählen. Ja, also, wie male ich das am besten? So vielleicht, ja. Das ist ja die einzige Möglichkeit, x hoch 3 zu bekommen. Deshalb ist der Koeffizient von x hoch 3 1. So. Wenn man jetzt stattdessen immer y aus, das könnten wir ja auch machen, so, also hier hatte ich x hoch 3, hier y hoch 3. Da habe ich dafür natürlich auch nur eine Möglichkeit. Also ist auch hier der Koeffizient von y hoch 3, der ist 1. So, jetzt wechsle ich vielleicht die Farbe. Okay. So, wir haben gesehen, wenn wir aus den drei Klammern genau einmal x auswählen, dann gibt es dafür drei Möglichkeiten. Okay, für den nächsten Punkt wechsle ich mal die Farbe. Wir können uns jetzt überlegen, wenn wir diese drei Klammern haben und wir wollen, wähle einmal x aus, dann haben wir da dafür drei Möglichkeiten. Wir können dieses x aus der ersten, aus der zweiten oder aus der dritten Klammer wählen. Aus den restlichen zwei Klammern wählen wir dann jeweils y. Das heißt, wir schauen uns an, wie kommt der Term x mal y Quadrat zustande. Und der kommt eben auf drei verschiedene Arten zustande. Können Sie ja wirklich mal ausmultiplizieren und das sehen. Und tatsächlich, wie behauptet, ist das der entsprechende Koeffizient. Und naja, den restlichen Koeffizient ist dann nicht mehr so schwierig. Da ist die Idee, wähle zweimal x aus und dann einmal y. Und wir müssen überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es. Aber wir sehen schon, das ist symmetrisch. Zum vorherigen Fall, ja, da haben wir zweimal y ausgewählt, einmal x. Also gibt es da auch wieder drei Möglichkeiten dafür, tatsächlich. Das steht hier. Also das ist die kombinatorische Herleitung davon. Und das Interessante ist, was man jetzt auch feststellen kann, ist, wir müssen ja aus jeder Klammer beim Ausmultiplizieren einen Summanden wählen. Ja? Das heißt, die Summe der Hochzahlen, die muss immer gleich 3 sein. Schauen wir mal an, dass das der Fall ist. Also hier x hoch 3, klar, Summe der Hochzahlen ist 3. Hier bei x² und y hoch 1 können Sie sich vorstellen. Vielleicht schreibe ich das mal schnell mit Bleistift hier hin. Dann wird das Ganze ein bisschen klarer. Also da ist auch die Summe 3, 2 plus 1 eben. Hier auch 1 plus 2. Und hier ist die Summe auch 3. Vielleicht können Sie sich ja auch mit Bleistift vorstellen, hier steht x hoch 0 und hier vorne steht y hoch 0. Das heißt, alle Terme, die wir hier haben, haben folgende Form. So, die Form x hoch k mal y hoch 3 minus k.
warum da, wie eben erwähnt, k plus 3 minus k diese 3 ergibt. Ja, und wie wir gesehen haben, das gilt eben auch für x hoch 3 mal y hoch 0. So, das sind jetzt die Beispiele. Ich denke, jetzt können wir vielleicht zum allgemeinen Fall übergehen und uns es da kombinatorisch überlegen, was passiert. Also, der allgemeine Fall, was ich damit meinte, ist eben x plus y hoch n. Also haben wir n solche Faktoren, ja? N mal. Okay. Also, wie zuvor funktioniert es? Wir haben n Klammern und wir wählen aus jeder dieser Klammer entweder x oder y aus. Ich schreibe es mal auf, dass man das Argument besser verfolgen kann. Also, wähle aus jeder Klammer entweder x oder y aus. Okay. So. Wenn wir, sagen wir mal, k mal x wählen, dann müssen wir aus den restlichen, wie viel sind da nur übrig, n minus k Klammern, y wählen. So, und dann erhalten wir folgenden Term. Wir erhalten x hoch k, haben wir k mal gewählt, mal y hoch, das haben wir n minus k mal gewählt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie oft kommt dieser Term zustande? Okay, was wir jetzt machen, ist, wir übersetzen das Ganze in ein Urnenmodell. Sie haben das schon vielleicht ein bisschen gesehen, durch dieses K mal wählen, das ist ja irgendwie wie ziehen. Also die Klammern repräsentieren wir jetzt in unserem Urnenmodell durch solche Kugeln, 1 bis zur Endenklammer haben wir. Und dann werden wir K mal daraus ziehen. Ja. Und aus den Klammern, die wir gezogen haben, beziehungsweise deren Nummer wir gezogen haben, wählen wir x aus. Gezogen entspricht x wählen. Und aus den restlichen Klammern, da wählen wir y aus. Ja, was ist das jetzt für eine Ziehung? Das können Sie sich ja kurz überlegen. Das ist eine Ziehung ohne zurücklegen. Ja? Weil wir wählen ja aus jeder Klammer nur einen Summanden. Und was wir auch nicht machen, ist, wir berücksichtigen die Reihenfolge nicht. Naja, ist ja egal, welche Klammern wir zuerst wählen. Das spielt keine Rolle. Ja? Das heißt, wenn man da im Skript nachschlägt, wie viele Möglichkeiten haben wir dann, das ist die Antwort, n über k Möglichkeiten. Haben wir den Term x hoch k mal y hoch n minus k zu erzeugen. Okay, und damit haben wir dann tatsächlich auch schon das Binomialtheorem hergeleitet. Das Binomialtheorem sagt dann also Folgendes. Wir formulieren es mal für x und y aus den reellen Zahlen. Da wissen wir, Kommutativgesetz gilt. Und wir haben gesagt, n größer gleich 0 ist ganzzahlig. Und dann gilt folgende Formel.
x plus y hoch n ist eben die Summe über n über k. Das sind die Anzahl der Möglichkeiten, folgenden Term zu bekommen. X hoch k mal y hoch n minus k. Und jetzt kann k von 0 bis n laufen, wie zuvor. Ja? Das ist also das Theorem. Oben haben wir mit dem Beispiel 2 begonnen und ja gut, okay, die Randfälle 0 und 1 haben wir ausgelassen. Oft sind es aber tatsächlich die Randfälle, für die ein Argument nicht mehr zutrifft. Deshalb, vielleicht schauen wir uns die tatsächlich noch schnell an, dass es wirklich alles sauber funktioniert. Also Randfälle. Beginnen wir mal mit n gleich 1 und schauen mal, ob da alles gut geht. Dann steht ja auf der linken Seite, left hand side, x plus y hoch 1, also x plus y. Auf der rechten Seite, was steht da? Da steht dann 1, das ist das n, ja, über 0. Wir beginnen die Summe mit 0. X hoch 0 mal y hoch 1 minus 0 plus n gleich 1 bleibt stehen. Ja, als nächstes in der Summe ist k auch gleich 1, haben wir also das, mal x hoch 1 y hoch 1 minus 1. Gut, jetzt kennen Sie die Rechenregeln für Binomialkoeffizienten, beziehungsweise da die Rand- oder Spezialfälle. Können Sie im Pascalschen Dreieck schnell nachschlagen. Hier haben wir also 1 mal, okay, x hoch 0 ist auch 1, mal y plus 1 mal 1 mal x. Okay, also vereinfacht x plus y. Das passt also. Der nächste Randfall, den wir anschauen wollten, ist n gleich 0. Da steht auf der linken Seite dann x plus y hoch 0, also 1. Und auf der rechten Seite, was steht da? 0 über 0, x hoch 0 mal y hoch 0. Das ist gerade 1 mal 1 mal 1, das ist 1. Also auch hier passt es. Das Binomialtheorem gilt also in der Tat, wie wir es hier oben geschrieben haben, für alle n größer 0 ganzzahlig. Und das Schöne ist jetzt, dass wir hier für x und y beliebige Werte einsetzen können. Also schauen wir uns mal ein Beispiel von dem Binomialtheorem an. Und zwar, wie gesagt, für x gleich 1 und y gleich 1, was erhalten wir da? Ich scroll mal so weit, dass man es noch sehen kann. Ja. Dann erhalten wir 1 plus 1 hoch n ist gleich diese Summe hier, k gleich 0 bis n, n über k. Jetzt schauen wir mal, was hier hinten rauskommt. X hoch k, ja, da haben wir 1 hoch k stehen. Und für alle diese k's steht da dann eine 1. Genauso bei y hoch n minus k, da steht dann dran 1 hoch n minus k. Das ist eine 1. Das heißt, hier steht tatsächlich nur die Summe dran von k gleich 0 bis n über k. Und auf der linken Seite steht dran 2 hoch n. Gut, und das gilt für n größer gleich 0. Ganzzahlig. Diese Gleichung kennen wir ja tatsächlich bereits schon. Das sollte Gleichung 2,6 im Skript gewesen sein. Das heißt, was wir hier haben, ist auf der rechten Seite in der Summe, vielleicht schreiben wir es mal drunter, da haben wir nämlich eine komplette Zeile im Pascalschen Dreieck dann aufsummiert und wissen direkt das Ergebnis.
Jetzt könnten wir ja auch mal weiteres Beispiel machen und x gleich minus 1 und y gleich 1 setzen. Wie sieht es denn dann aus? Ich gehe mal auf eine neue Seite. Also, dann ist dieser Ausdruck hier minus 1 plus 1 hoch n. Das ist 0 hoch n, also 0. Für n größer gleich 1, muss man dazu sagen. Für n gleich 0 würde hier 0 hoch 0 stehen, das wäre dann 1. Das heißt, wir erhalten jetzt folgende neue Gleichung. Wir wissen jetzt, 0 ist gleich die Summe, das ist das Binomialtheorem, von k gleich 0 bis n. Und zwar erhalten wir minus 1 hoch k mal n über k. Das ist eine kleine Übung. Ja? Setzen Sie das einfach mal in die Formel ein, dieses x und y, was wir gesehen haben. Sie werden merken, dann alterniert immer nur das Vorzeichen. Das heißt, diese Summe ist n hoch 0 minus, sorry, n über 0 minus n über 1 plus n über 2 und so weiter, bis wir angekommen sind bei minus 1 hoch n mal n über n. So, gilt eben für n größer gleich 0 ganzzahlig. Und was wir hier machen ist, wir summieren eben ebenfalls über eine ganze Zeile im Pascalschen Dreieck, aber mit alternierendem Vorzeichen. Also so eine Ente alternierende Teilsumme ist also 0. Ein weiteres Beispiel zeigt Ihnen eine kleine Anwendung in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Über die reden wir ja in der Vorlesung nicht unbedingt, da gibt es Spezialvorlesungen dazu. Wir schauen uns das Beispiel an dieser Stelle gleich mal an, dann können Sie es vielleicht später wiedererkennen. Und zwar setzen wir x gleich p und y gleich 1 minus p. Und zwar dieses p steht in der Wahrscheinlichkeitstheorie dann für eine Wahrscheinlichkeit. Englisch nennt man das auch Probability, deshalb p. Also eine Zahl zwischen 0 und 1. Diese Einschränkung ist für uns tatsächlich jetzt nicht wichtig, das funktioniert auch für andere Ps, aber gut, lassen wir es vielleicht mal so stehen. Was wir dann haben werden ist, schauen wir uns mal an, also x plus y hoch n, das betrachten wir immer. Jetzt setzen wir mal ein, was haben wir dann? P plus 1 minus p hoch n, also das ist letztendlich 1. Also wissen wir, diese 1 kann geschrieben werden als Summe von k gleich 0 bis n. Die Summe n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. Das gilt jetzt wieder dieses Mal für n größer gleich 0 ganzzahlig. Da fällt diese Einschränkung an n weg. Ja? Ich will da gar nicht so sehr jetzt ins Detail gehen, warum diese Gleichung in der Wahrscheinlichkeitsrechnung wichtig ist. Das würde ich sagen, verschieben wir tatsächlich auf ein späteres Semester. Vielleicht als kleines Zwischenfazit. Was nützt uns das Ganze? Schauen wir uns, also außer natürlich den ganzen Formeln, die wir hergeleitet haben, schauen wir uns nochmal schnell das Pascalsche Dreieck an. Ja, wir haben ja gelernt, wie man das schnell ausfüllt. Wir beginnen mit einer 1. Und hier summieren wir einfach immer. So, das heißt, hier haben wir 4, hier haben wir 6, hier haben wir 4, hier wieder 1. Und hier war n gleich 2, hier war n gleich 3 und hier war n gleich 4. Und Sie merken schon, ja Mensch, das sind doch gerade die Koeffizienten, die hier stehen. Entsprechend, wenn ich sagen würde, x plus y Quadrat, dann weiß ich einmal x Quadrat plus zweimal den Mischterm plus einmal y Quadrat. Hier x plus y hoch
hoch 3 ist einmal x hoch 3 plus 3 mal x Quadrat y plus 3 mal xy Quadrat plus einmal y hoch 3. Ja? Ich hatte Ihnen ja versprochen, eben, wenn Sie das Binomialtheorem verstanden haben, müssen Sie nicht mehr ausmultiplizieren, sondern können das direkt so hinschreiben. Sie müssen nur die entsprechende Zeile hier suchen im Pascalschen Dreieck und dann immer darauf achten, dass die Summe von den Exponenten immer ihr n ergibt. Üben Sie das vielleicht ruhig mal manuell hier mit n gleich 4. Überlegen Sie sich, was rauskommen müsste nach dem binomischen Leersatz und dann multiplizieren Sie das mal von Hand aus. Wenn Sie das dann soweit verstanden haben, erst dann sollten Sie vielleicht jetzt das Video weiterschauen, dann schauen wir uns den trinomischen Leersatz oder das sagt man vielleicht nicht mehr Leersatz, sondern das Trinomialtheorem an. Und zwar können wir die ganze Argumentation ganz leicht eigentlich verallgemeinern auf Trinome. Was sind Trinome? Trinome sind Ausdrücke wie der folgende, x plus y plus z. Also sowas wie x plus y, was wir vorher hatten, das war ein Binom. Ja, das ist so ein Mischmasch aus Latein und Griechisch, steht für zwei Namen. Trinom also für drei Namen. Okay, und wir wollen jetzt, haben x plus y plus z hoch n ist gleich, ja, Fragezeichen, genau. Gut, was wir jetzt machen, ganz analog zu oben. Wir nummerieren diese n-Klammern, die sich ergeben. Und jetzt haben wir drei Variablen. Und jeweils eine Potenz, die angibt, wie oft wir diese Variable gewählt haben. Also, was wir wissen ist, von dem Fragezeichen, die Terme haben folgende Form. X hoch, ja, haben wir k mal gewählt, sagen wir mal, y l mal gewählt und z. Ja gut, da brauchen wir jetzt keine neue Bezeichnung mehr, sondern wir wissen, die Summe muss n ergeben. Das heißt, ich ziehe hier von n ab, k und l. K und l ist also größer gleich 0 und k plus l ist kleiner gleich n. Ja, die Einschränkung ist ganz natürlich, aber die Summe, der Summe dürfen wir natürlich auch nicht öfter als n ausgewählt haben, völlig logisch, weil dann hier sonst eine negative Zahl stehen würde. Das wollen wir ja nicht haben. Und die Koeffizienten für solchen Term, die können wir wieder durch eine Ziehung beschreiben. Also, für die Koeffizienten schauen wir uns Folgendes an, die Ziehung. Und zwar ziehen wir k mal aus n Bällen. Ups, so, k mal aus n Bällen. Und aus den Klammern, der Nummer wir gezogen haben, da wählen wir dann x aus. Also aus diesen Klammern kommt unser x. Ja. Wie viele Möglichkeiten gibt es hierfür? Also Anzahl Möglichkeiten für diese Ziehung ist, gut, n über k. So, wir legen jetzt ja bekanntlich nicht zurück. Das heißt, wie viele Bälle übrig sind, können wir ganz leicht ausrechnen. Es sind n minus k Bälle übrig. Okay, und aus diesen ziehen wir dann l mal. Ja? Und die, wo wir gezogen haben, da wählen wir y aus.
Gut. Wie viele Möglichkeiten gibt es hierfür? Brauche ich nochmal eine neue Seite. Naja, n minus k Bälle, L werden gezogen, also n minus k über L. So. Und aus den restlichen Klammern, die dann übrig bleiben, da wählen wir natürlich z. So, jetzt können wir diese Möglichkeiten miteinander kombinieren. Also Fazit. Es gibt n über k mal n minus k über L Möglichkeiten, den Term x hoch k, y hoch l, z hoch n minus k minus l zu erhalten. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist, wir formen diesen Ausdruck hier noch ein bisschen um. Schauen wir mal, wie wir das machen können. Der Ansatz wird sein, wir verwenden die Fakultätendarstellung, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Das ist also hier n-Fakultät geteilt durch k-Fakultät. Ja, das ist leicht, einfach quasi abgeschrieben und Fakultät hingehängt. Und dann machen wir Differenz oben minus unten, n minus k-Fakultät. Hier hinten machen wir das gleiche Spiel. Also zunächst abschreiben mit Fakultätenzeichen. Und dann machen wir oben minus unten in der Fakultät. Gut. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Es fällt auf, wir haben hier das doppelt. Das können wir schön wegkürzen. Dann haben wir n-Fakultät geteilt durch k-Fakultät mal l-Fakultät mal n minus k minus l-Fakultät. Okay. Und bei diesem letzten Ausdruck, den wir jetzt hergeleitet haben, da sieht man tatsächlich, wenn man so will, eine Analogie zur Fakultätendarstellung von den Binomialkoeffizienten. Entsprechend nennt man diesen Ausdruck dann auch Trinomialkoeffizient und schreibt hierfür n über k, l. Okay. Der Bindestrich ist nicht nötig hier. So, Trinomialkoeffizient also. Denn, schauen wir uns an, die Ähnlichkeit n schreibe ich ab, kl schreibe ich ab und hier mache ich noch eine Differenz von oben minus unten. Also n minus k minus l. Ja? Und damit kann man auch das Trinomialtheorem dann schön formulieren. Das haben wir uns ja durch unsere Argumentation zuvor schön hergeleitet. Ja, vielleicht schreibe ich es komplett in Rot, wie vorher. Und zwar für x, y, z aus den reellen Zahlen und n größer gleich 0 ganzzahlig gilt x plus y plus z hoch n ist gleich die Summe. Wir sagen gleich, über was wir oder über welche Einschränkungen wir summieren. Dann kommt der Trinomialkoeffizient, den haben wir ja hergeleitet, dass das entsprechend der Koeffizient von x hoch k mal y hoch l mal z hoch n minus k minus l ist. So. Und die Einschränkungen, über die wir summieren, über die hatten wir zuvor schon gesprochen, wir summieren über alle k und l, die größer gleich 0 sind, sodass k plus l kleiner gleich n ist. Ja? Also diese Summe, diese Schreibweise haben wir jetzt zuvor noch nicht gesehen, aber ich habe es gerade erklärt, was es bedeutet. Wir summieren über alle Werte von k und l eben, die diese Bedingung unter dem Summenzeichen erfüllen.
Tatsächlich nennt man sowas, was hier dran steht, eine Doppelsumme, weil wir summieren ja über k und über l. Das heißt, wir könnten es auch explizit, wenn man so will, noch ein bisschen umschreiben. Also, das heißt, wir sagen mal, gut, k soll größer gleich 0 sein, das wissen wir, und höchstens n darf das sein. Und dann muss y, Entschuldigung, l, ja, l kommt hier vor, passend gewählt werden. Ja. Das darf auch, oder muss mindestens 0 sein. Und jetzt in der Summe, l plus k darf höchstens n sein. Das heißt, wenn mein k bereits vorgegeben ist, Beispiel k gleich 3, dann weiß ich, ich darf hier nur bis n minus 3 summieren, also bis n minus k, sonst wäre meine Summe zu groß. Und dann den Rest, den kann ich einfach abschreiben. Also das ist die entsprechende Doppelsummendarstellung. Die Darstellung davor ist aber vielleicht etwas besser lesbar. Jetzt habe ich hier natürlich das Beispiel auch noch eingesetzt. Also das muss n minus k sein. So ist es richtig. Genau. So. Jetzt haben wir ganz viele solche Gleichungen gesehen. Sie finden eine kompakte Übersicht im Skript, wo nochmal alles aufgelistet ist für Ihre Übersicht. Dann müssen Sie sich auch nicht aus dem Skript zusammensuchen. Ja, und das ist das Ende dieser Vorlesungswoche. War jetzt vielleicht nicht ganz einfach, weil viele Variablen hier immer vorkommen und das sieht am Anfang ziemlich abschreckend aus, das weiß ich, aber da gewöhnt man sich irgendwann dran und lernt einfach mit so vielen Variablen umzugehen. Weil jeder Schritt, den wir hier gemacht haben, der ist eigentlich sozusagen nichts Besonderes. Wir haben nur irgendeine Folgerung mal angewandt, wie bei den Wegen oder eine Symmetrie. Und da darf man dann nicht in Panik verfallen, wenn so viele Variablen vorkommen. Deshalb vielleicht nochmal alles in Ruhe auch durchgehen. Das ist ganz besonders wichtig nach so einer Vorlesung. Die hat oft vielleicht ein höheres Tempo, als man selber das sonst machen würde und durchdenkt. Also da eben die Zeit noch investieren in die Nachbereitung. Und dann, wie gesagt, sind jetzt am Ende der 12. Woche. Nächste Woche sehen wir uns dann noch einmal und dann ist auch schon die Prüfung.